Letzten Sonntag wollte ich eigentlich die Hades zeigen, bekam aber dann die ganz neue Buzzbeak Mutator und habe mir gedacht, oh, der Blaster ist ziemlich cool, den stellst du mal anstatt der Hades vor, jo, und dann war der kaputt. Deswegen heute dann endlich die Nerf Rifle Hades. Ja, hier haben wir die Verpackung weniger aufregend, deswegen zeige ich jetzt mal die vorderen Rückseite nicht. Schauen wir mal rein, was da Schönes drin ist. Ich muss das Ganze wieder drehen hier. So. Ja, wir haben einmal hier den Blaster, mitgelieferte Bälle und im Blaster sind schon die drei Magazine drin. Hier seht ihr dann die Gebrauchsanleitung und halt diese Gruppenbänder. Jetzt weiß ich auch, wie man es richtig ausspricht. Ich musste mal beim Kopf gucken. Nicht Hades, sondern Hades. So wird es wohl genannt. Die Nerf Rival Hades. Verarbeitung sehr gut. Da gibt es gar nichts zu bemängeln. Also richtig toller Plaster. Wir haben hier vorne den Pumpgriff. Dann wollt ihr ihn gut befestigen. Einmal hier ist eine Öse und dann hier hinten an der Schulterstütze. Wir haben einen Zustandsindikator. Der wäre hier, heißt, wenn ich den Blaster lade, passt mal auf, also ich mache mal den Pumpgriff jetzt zurück, pup, dann seht ihr jetzt, was orangen ist, heißt, Blaster ist geladen, dann muss man hier entsperren, so, und dann könnt ihr einen Schuss abgeben. Hier ist diese Sperre, seht ihr, der Trigger ist gesperrt, macht er nach oben, könnt ihr wieder rumballern, also Zustandsanzeige. Hier oben verbaut oder eingebaut, sagen wir es mal so, sind drei Magazine mit jeweils 20 Schuss, also 60 Bälle passen in die Hades rein. Laden ist super simpel einfach. Und zwar müsst ihr einfach das hier einmal nach hinten bewegen. Das könnt ihr dann so ein bisschen hier hinten reindrücken. Es geht aber auch nicht automatisch nach vorne. Ihr müsst es aber ganz nach hinten schieben, weil... Ihr hört es schon, hier sind ellenlange Federn drin. Und wenn ihr das nicht ganz bis nach hinten durchschiebt, dann könnt ihr die Bälle auch nicht komplett einfüllen. So, jetzt seht ihr keine Federn mehr. Das heißt, ihr könnt jetzt hier die Bälle reinmachen. Nehmen wir mal welche. So, ich nehme einfach mal, ich greife mal meine Ballkiste, nehme mal ein paar von den Chinesen raus. So, dann machen wir mal einen Pupp. Die müsst ihr so ein bisschen reindrücken, damit die nachher auch nicht mehr rausfallen. Zack, zack, zack. So, die purzeln schon munter nach hinten. Und wenn er das jetzt nach vorne wieder bewegt, das seht ihr hier, werden dann halt die Bälle nach vorne durchgedrückt. So, machen wir das wieder nach hinten. Jetzt habt ihr schon gesehen, automatisch sind in, oh, weg da. Sind in diese drei Kammern die Bälle reingedrückt worden. Und wenn ihr jetzt den Blaster ladet, es gibt hier Sperren, die sind da, wo mein Finger ist, da, da und da, da sind Sperren. Wenn ich das Ding gleich lade, gehen die hoch. Das heißt, es kann kein weiterer Ball mehr in die Kammer gelangen. So, jetzt passt mal auf. So, jetzt mache ich nach hinten, nach vorne und jetzt habt ihr gesehen, beim nach hinten gehen ist die Sperre hoch. Das heißt, es können keine Bälle nach vorne reingeführt werden beim Laden. Und wenn ihr den
Pumpgriff wieder nach vorne macht, geht die Sperre wieder runter, dass weitere Bälle nachgeführt werden können. Also so funktioniert das Ganze. Muss man gerade einen Schuss abgeben? So, jetzt passt mal auf. Der Ball kann jetzt wieder rein. Jetzt habt ihr es gesehen, jetzt ist die Sperre wieder hochgegangen und jetzt geht sie wieder runter. Jo. Schuss abgeben. Ja, jetzt ach, nicht komplett. Ja, und so funktioniert das Ganze. Und die Kammer hier vorne, die dreht sich immer. Seht ihr? Zack, zack. Und so werden die Bälle dann halt nachgefüllt. Ich zeige das mal gerade beim Laden, wie das denn von vorne aussieht. Seht ihr? Das rotiert immer. Schuss abgeben. Und dann wird der nächste Ball verschossen. Slamfire ist mit dem Blaster auch möglich. Einfach den Trigger gedrückt halten. Und so könnt ihr dann die Bälle ganz schnell hintereinander verschießen. Die drei Feder sind ja für den Transport der Bälle nach vorne da. Und die richtige Feder, die sitzt da unten. Es gibt schon eine 15 Kilo Upgrade Feder für die Hades. Habe ich mal geordert, mal schauen, ob ich die bekomme, und wenn, dann wird die verbaut, und dann schauen wir mal, wie stark der Blaster dann ist. So, letzter von den 60 Bällen und hat gedauert, ja, fast 2 Minuten. So, kleiner Schusstest. Das Rotpunkt habe ich mal hier oben dran befestigt, so ein Zubehör für die Rival-Serie. Ja, also gerade gehalten finde ich den jetzt nicht so stark. Also ihr seht, die fliegen maximal bis an die Heizung, das sind vielleicht 10 Meter. Der flog ein bisschen weiter. Pum, pum, pum. Jo. Ich habe gerade einen leichten Abrieb. Schaut mal hier. Das ist, glaube ich, gerade seitlich so rausgegangen. Seht ihr? Durch das schnelle Vor und Zurück. Ja, habt gesehen. Also ich fand die jetzt doch nicht so stark, wie ich anfangs gedacht habe. Also gerade gehalten, ja, sag mal so 10 Meter. Das sind jetzt gut, das sind jetzt die China-Bälle. Ich mache jetzt mal die Original-Nerf rein. So, dreimal Original-Nerf-Bälle. So, zack. Oha. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also die Original-Nerf-Bälle haben mehr Wumms als die China-Kopien. Das will ich gerade mal ausprobieren. Also machen wir erstmal einen China-Ball rein. Hier machen wir einen Nerf rein. China. Und hier wieder ein Nerf. So. So, was schießt er jetzt raus? Das war ein China-Ball. Das war ein Nerf-Ball. Nerf-Ball. China-Ball. Okay, der flog jetzt aber auch ganz gut. So, ich mache jetzt mal 2 Bälle in die rechte Kammer. Kommt noch nicht. Kommt noch nicht. So, jetzt schauen wir mal nach. Ah, ihr seht, das muss erst rotieren, und zwar bis der Ball hier unten ist. Hier werden die Bälle rausgeschossen. Das heißt, beim nächsten Mal pumpen
Die Kammer rotiert dann hier unten hin und dann wird der Ball verschossen. Pouts. Jo, seht ihr? Und so funktioniert das Ganze dann. Ja, das war das Geräusch, was ihr die ganze Zeit gehört habt. Das ist mein Duck-Shooter. Der ist ziemlich cool. Da kann man gegenballern. Und dann machen die halt so Geräusche. Also ein Kinderspiel halt. Ist aber ganz witzig. Das war das Video zu den Nerf Rival Hades. Fetter Blaster, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Ist halt wieder was für die Erwachsenen unter euch. Optisch richtig cool. Verarbeitung nervtypisch eigentlich sehr gut, da gibt es nichts zu bemängeln. Wir haben hier vorne den Punktgriff, die fest verbauten drei Magazine mit jeweils 20 Schuss. Diese zu befüllen mit den Bällen ist super simpel, einfach. Das Ganze wieder nach vorne und dann könnt ihr nachher die Bälle rausballern. Hier gibt es so eine Sicherung dann, beidseitig. Ihr könnt einen Gurt hier dran befestigen, also einmal hinten, einmal vorne. Und wer es daheim besitzt oder mal kaufen möchte, das Rotpunkt, was man hier vorne dann dran befestigen kann. Jo, ihr habt es im Video gesehen, ich habe erst die China-Bälle benutzt und die sind halt nicht so toll geflogen. So, das muss ich dazu sagen, die China-Bälle, die ich habe, die sind vielleicht schon ein bisschen älter und es gibt schon viel bessere Bälle, China-Bälle. Aber ansonsten nehmt ihr die Originalbälle, die mitgeliefert werden, die 60 Stück, und habt da keine Probleme mit dem Blaster. Wobei ich eigentlich mir gewünscht hätte, dass der ein bisschen mehr Potenz hätte. Also, dass er ja, die Bälle ein bisschen mehr mit Schub verschießt, dass die weiter fliegen. Da gibt es die ein oder andere Nerf Rival Blaster, der halt viel stärker ist jetzt als die Hades. Zum Beispiel die Apollo. Die Apollo hat mehr Wumms als die Hades. Nichtsdestotrotz, ich hoffe mal, dass ich noch diese, ich glaube, 15 Kilo Feder bekomme. Die werde ich dann mal einbauen und dann schauen wir mal, jo, wie der so die Bälle rausballert. Ich hoffe nicht wie bei der 13 Kilo Feder bei der Kronos, weil das habt ihr ja im Video gesehen, die flogen erst gerade und dann irgendwie in alle Himmelsrichtungen, weil halt der Ball durch die Feder zu viel Drall bekommen hat. Jo. So, das war die Hades. Testmission von YouTube. Sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach so, ja, wo habe ich sie gekauft? Ich glaube, Amazon Frankreich. Da gibt es die mit Versand für um die 85 Euro. Müsst ihr mal gucken, weil in Deutschland dürfen die ja nicht verkauft werden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.